Die Hochschule für Musik und Tanz wurde 1973 bis 1977 gebaut in zwei Bauabschnitten. Die Werkgruppe 7 und Bauturm waren die Architekten. Das waren zwei Architekturkollektive in den 1970er Jahren, was da zu der Zeit sehr üblich war. Der Architekt, der das Projekt hauptsächlich geleitet hat, war Peter Trind. Die Hochschule liegt im Kunibertsviertel zwischen Dom und Ebertplatz. In die vorhandene Stadtstruktur sollte sich die Hochschule einbetten. Der Innenhof sollte wie eine Art Marktplatz dienen, der eben von der Bevölkerung und von den Bewohnern benutzt wird. Leider ist dieses Konzept nicht so aufgegangen. Besonders an dem Bau ist die U-Form des Gebäudes. Der Konzertsaal ist in der Mitte und die weiteren Räume gliedern sich drumherum. Das ist auch an der Außenfassade zu erkennen. In diesen Teilen befinden sich die Probenräume. Sie liegen nach vorne und daher, dass sie sich nicht direkt berühren, können mehrere Leute Musik machen, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Außerdem ist der Bau ein Musterbeispiel des brutalistischen Baustils. Durch den geschalten Beton innen und außen. Was auch noch sehr auf den brutalistischen Baustil hinweist, ist die nicht bearbeitete Oberfläche. Das war auch sehr prägnant im brutalistischen Baustil. Was auch besonders auffällt, ist die Farbgebung der Hochschule. Es ist ein Dreiklang zu erkennen von den Farben Rot, Gelb und Grün. Die Außenfassade ist rot, wie ein Teil von der Innenfassade. Der Konzertsaal in der Mitte des Gebäudes ist gelb gehalten, genauso wie ein paar Treppengeländer. Andere Treppengeländer und Türen sind grün. Wir haben die Hochschule für Musik und Tanz ausgewählt, weil sie charakteristisch für diese Zeit ist. Hanne Lanzerath hat ein Modell gebaut, wo man nochmal genau schön die Außenstruktur erkennen kann. Außerdem haben wir von Karl Trind, das ist der Sohn von Peter Trind, der damals das Projekt hauptsächlich geleitet hat, Fotos bekommen, wie damals es in den 70er Jahren aus war. Außerdem waren wir vor Ort und haben noch weitere Bilder von dieser Hochschule gemacht. Alles zu sehen in unserer Ausstellung.